jetzt beginnt dann demnächst der Talk. Wodka Martini. Shaken or stirred? Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. This was a game changer in James Bond, Casino Royale. Das war eine große Entwicklung in James Bond. Und jetzt gibt es eine neue Technologien in modernen Wanzen. Das sind Veronica Valeros und Sebastian Garcia, die man von der Black Hat kennt. Die wollen euch was über die aktuelle Lage erzählen, wie Wanzen aussehen. Mit einem warmen Applaus, Spion gegen Spion, eine moderne Untersuchung von Mikrofonwanzen, ihrem Einsatz und ihrer Erkennung. Hi everyone. Hallo zusammen. Hier gibt es sehr, sehr viele Menschen. Vielen Dank, dass ihr zum Kongress gekommen seid. Vielen Dank für die Übersetzung. Es ist für uns sehr großartig, hier zu sein. Wir sind ein bisschen nervös. Wir freuen uns, euch zu zeigen, was wir gefunden haben. Ich bin Sebastian Garcia. Ich bin von Agatia, dort von dem Martis Lab Hackerspace. Ich arbeite als Malware- und Netzwerk-Security-Researcher. Ich bin Veronica, ich bin auch von Argentinien und ich habe auch diesen Hackerspace mitgegründet. Mein Tagjob ist sozusagen, ich habe nichts damit zu tun. Ich untersuche auch Netzwerkverkehr und wir möchten über Mikrofonwanzen sprechen, wie sie bedient werden und wie man sie erkennt. Es gibt sehr viel Material. Wir freuen uns sehr, zu Beginn. Also, Spion gegen Spion, eine moderne Studie von Mikrofonen, Wanzen, Erkennung und Operation. Damit haben wir vor 2 Jahren begonnen zu arbeiten. Wir wussten nicht viel über diese Technik. Und das ist sozusagen ein schwarzes Loch. Na, und schauen wir uns mal an, was die Realität ist. Das begann, wenn wir gehört haben, dass der chinesische Künstler Ai Weiwei in seiner Wohnung in den elektrischen Stromanschlüssen in seinem Studio gefunden hat in 2015. Das hat uns sehr schockiert. Ich glaube, ihr habt diese Story gehört. Man vermutet, dass die Wanzen schon 2011 dort platziert wurden, als er im Gefängnis war. Das heißt, es gab 4 Jahre zwischen der Installation, bis er sie gefunden hat. 4 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und man hört alles, was in deinem Leben passiert ist, die Gespräche und die Geschichten. Das hat uns sehr geschockt. Ja, und diese Technologie, dachten wir, dass es die gar nicht mehr eingesetzt wird. Warum hören wir darüber nichts mehr? Gibt es dort was Neues? Es gibt ein paar wenige dokumentierte Fälle, zum Beispiel in eine Wanze, die in der ecuadorianischen Botschaft gefunden wurde in London. Rundum gab es, wer kann beispielsweise eine Wanze in London platzieren? Das heißt, es hatte einen sehr politischen Hintergrund. Also, das heißt, Wanzen werden zwar weiterhin verwendet, aber man spricht eben nicht so viel drüber. Die meiste Information über Mikrofonwanzen ist nicht frei verfügbar. Und dann kommt dazu, es ist sehr schwer zu erkennen, dass man abgehört wird. Das ist also sehr kritisch. Und die meisten Menschen, die sie finden, werden vielleicht anderen nicht sagen, dass sie abgehört wurden. Es gibt wenige Fälle, die öffentlich verfügbar sind. Und wir dachten, okay, was wissen wir über Mikrofonwanzen? Die meisten Sachen, die wir wissen, ist aus Filmen und Geschichten. Und wenn eure Informationen aus dem Fernsehen und aus Filmen kommen, dann muss man natürlich noch ein bisschen mehr arbeiten.
Das heißt, wir haben erstmal mit einer, wie jeder Forscher, mit den historischen Informationen gefunden. Welche Informationen gibt es aus der Vergangenheit? Wir nehmen mal die letzten 100 Jahre und damit werden wir ein paar Fälle hervorheben, die besonders interessant sind. Das gibt natürlich hunderte von ihnen. Und hier, das wurde in Russland gefunden. Es war der große Siegelwanze, the Great Seal Bug oder the Thing, das Ding. Ja. Es war sehr interessant, weil es in der US-Botschaft in Moskau versteckt wurde und es hat 7 Jahre gebraucht, bis es gefunden wurde. Es war sichtbar für alle in einem Raum. Es war ein Geschenk für die Botschaft und man hat es direkt an die Wand gehängt. Und es wurde durch Zufall gefunden, weil mehrere Leute, manche Leute haben Radio gehört und dann hörte er auf einmal Gespräche aus der Botschaft. Was passiert hier, hat er sich gefragt. Dann wurde eine Untersuchung gestartet und dann wurde diese Wanze gefunden. Als sie das Ding geöffnet haben, aber es war keine Batterie drin, nur das Mikrofon und ein paar Spulen. Wie hat das funktioniert? Es war doch allein in der Botschaft für 7 Jahre. Wer hat damals von euch... Was denkt ihr, wie das funktioniert hat? Exactly, right? Wireless energy. So, thank you very much. Ja, das also Stromübertragung über Funk. Jemand außerhalb der Botschaft hat elektromagnetische Wellen in einer bestimmten Frequenz in die Botschaft geschickt, in das Ding. Und damit wurde es mit Strom versorgt. Und das Ding hat dann den Strom aufgenommen, hat das Mikrofon funktioniert und hat damit über eine, das nennt sich die Embassy, ausleuchten mit elektromagnetischer Strahlung, um das Ding zu aktivieren, damit es zurücksenden konnte. Die US-Botschaft war damals nicht sonderlich glücklich drüber. Das ist so ähnlich wie NFC-Kommunikation. Natürlich war das kein Nahfeld, es war sehr, sehr weit weg. Aber es ist grundlegend dieselbe Idee. Die Technik ist nicht neu. Aber das ist das erste Mal, dass man es in der Realität gefunden hat. Damit haben die Amerikaner die Idee aufgenommen und haben sehr ähnliche Sachen gebaut. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein ziemliches Neues, weil es keine Energie gebraucht hat. Aber 4 Jahre später ist der Transistor entwickelt worden und die Sachen haben angefangen zu langsam kleiner zu werden. Und das hier ist ein KGB-Wanze. Ihr könnt sehen, dass es wirklich klein ist, es ist 7 Zentimeter lang. Es hat 2 Pins am Boden. Der obere ist für die Antenne, die kleinen Schrauben in der Mitte, um die Frequenz einzustellen. Und das war auch was Neues. Und die kleine Größe macht es wirklich transportabel. Die Seriennummer ist ziemlich groß. Aber jemand hat erzählt, die ersten beiden Nummern waren war das Jahr, also es kommt von 1964. Das war nicht das Einzige, was klein war, was in der Zeit entwickelt worden ist. Das ist Model TI-574A. Die kommen aus der Tschechoslowakei. Das waren modulare Mikrofone und das war sehr, sehr neu in der Zeit. Und jedes Teil hatte eine verschiedene Funktion und man konnte es in verschiedenen Kombinationen zusammensetzen. Und es war sehr clever. Wir haben das andere Ding gefunden, wie es benutzt worden ist. Ihr könnt sehen, die haben diese falsche Holzbox und dann haben sie eine Reihe von Batterien, um das zu benutzen und es wurde dann
wurde unter dem Tisch platziert. Und wie viele von euch würden nachprüfen, was unter dem Tisch ist? Es kann sein, dass das für eine lange Zeit nicht entdeckt wird. Wie viele von denen muss man benutzen, um das Modular zu bauen? Ein anderes Ding, was sehr interessant war, mit verschiedenen Mikrofonen. Wir werden in einer weiteren Präsentation sehen, es wäre möglich, dieses zu betreiben, sodass sie eine lange Zeit laufen. Dieses Ding ist called OPEC. Es wurde gefunden in dem Büro der OPEC. Das war in Österreich in den 70ern. So, it takes a very interesting twist, and this is that you place near electric wires. Es ist eine sehr interessante Technik. Man platziert es in der Nähe von elektrischen Kabeln, so ist, kriegt ihr dann Energie aus der elektrischen Induktion. In the wall and or das Ganze nochmal, man kann es einfach in die Mauer tun, in der Nähe von elektrischen Kabeln, und man kann es da so lange platzieren lassen, solange man es braucht. Das ist auch wieder NFC, ne, verschiedene anderen Kombinationen. Das ist also von einem alten Magazin aus den 80ern. Und da siehst du, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, auf Leute auszuspionieren in diesem Raum. Und dann, man sieht das Mikrofon, man sieht Mikrowellen. Man kann auch die Tasten der Schreibmaschine überwachen. Und dann hat man das mit an den Sounds eine lange Zeit überwachen. Man kann auch Strahlen von den Fenstern reflektieren. Und dann auch diese Mikrofone, die wir heute uns angucken. Da sind viele, viele Wege, das zu überprüfen. Mit dem Laserpointer, der auf die Scheibe gezählt wird in den 80ern. Dies alles war entwickelt worden, um die Energieversorgungsprobleme zu lösen. Es wurde in Telefonen platziert oder in Steckdosen, um Energieversorgung zu haben. Und das sind typische Situationen, die in der Vergangenheit benutzt werden und jetzt auch. Das ist natürlich alte Technologie. Technologie hat sich weiterentwickelt. Und warum tut man ein Mikrofon in sein Haus? Und warum tut man ein Mikrofon in ein Haus, wenn man das Telefon mit einem Virus infizieren kann? Let's say most used malware for this. It was very well documented, different cases. Das hier war in verschiedenen Fällen dokumentiert. Alle die cleveren Lösungen sind Laser. Die schießen den Laser auf Dampf in der Nebel in der Luft und von den Vibrierungen der Stimme kann man dann hören mit diesem Laser. Wir sind Schadsoftware ist bekannt heute. Und wir wollten jetzt auch fokussieren, wie man zu Hause abrufen kann. Das heißt, wir wollten mal die Technologie ausprobieren. Wir wollten sie testen und mal selber ausprobieren. Gucken, wie die Qualität ist, wie die Lautstärke ist. Wir haben also sehr viele Mikrofone uns geholt, um sozusagen den ersten kleinen Schritt zu machen. Das heißt, wir haben erstmal mit FM und GSM Wanzen angefangen, die man kaufen kann, die einfach verfügbar sind. Die sind alle stationär und die benutzen alle Funk. Das sind Mikrofone, die an einem bestimmten Ort gebracht werden und dort bleiben. Das heißt, sie werden über den normalen elektrischen Strom versorgt. Es gibt auch sehr viele Mikrofone, die diese Charakteristik nicht erfüllen, aber wir sprechen jetzt über diese stationären. Wir haben in typischen Methoden gesucht, Amazon, eBay, andere Webseiten.
Das ist eine der ersten, die F908. Es ist sehr klein. Ihr seht es hier in dem Bild. Es hat ein Plastikgehäuse. Es hat ein Kabel für die Power Supply und eine Batterie. Es hat eine sehr lange Antenne, etwa einen Meter. Alle diese Filme, die euch zeigen, dass ein Mikrofon irgendwo hingestopft wird, das stimmt nicht ganz. Die Antenne muss ja auch versteckt werden. Das ist ein sehr interessantes Modell. Wir hatten zwar ein limitiertes Budget, also haben wir versucht, unterschiedliche Modelle mit verschiedenen zu kaufen. Dieses Modell hat $33 gekostet. Und es, die Werbung sagt, dass es bis 500 Meter weit senden kann. Das andere Modell war dieser MicroSpy. Wir wollten das kleinste kaufen, was es zu finden gibt. Das ist die gleiche Frequenzreich, die gleiche Stromversorgung und etwa der halbe Preis. Ihr seht hier, es gibt ein Mikrofon, es gibt die Stromversorgung und die sehr lange Antenne, vielleicht knapp über einen Meter. Und dieses Mikrofon ist sehr klein, aber ihr müsst die Batterie anschließen. Das ist hier ein 9-Volt-Block. Na, so klein ist das dann nicht mehr. Ihr müsst das ganz verstecken. Ein anderes Beispiel, was wir gekauft haben, war der Ear One. Das ist sehr ähnlich. Auch die gleiche Frequenz, die gleiche Reichweite, 500 Meter, 18 US-Dollar. Der Unterschied ist, es hat diese Kabel bis zur Stromversorgung, bis zur Batterie. Das heißt, es ist ein bisschen leichter, es zu verstecken, weil man flexibler ist. Und es hat auch eine Antenne, die so einen Meter lang ist. Dann wollten wir mal vergleichen diese drei Modelle. Das sind Modelle, die sind Mikrofone, die für Spione verwendet werden, für Spionage. Wir wollten mal Geräte suchen, die Leute auch daheim haben, die man missbrauchen kann als Spionmikrofon. Wir haben das gefunden. Das ist das Beyer B04. Das sind Babymonitor, Babyphones, die arbeiten auf einer FM-Frequenz. Das ist sehr interessant. Sie sind teurer. Die Frequenz ist ein bisschen höher. Die Reichweite ist 800 Meter. Man ist es so häufig, dass man sein Baby irgendwo hat und dann 10 Blöcke weiter wegspaziert, um dann zuzuhören? Wir haben auch ein bisschen nach Varianz gesucht. Wir haben dieses Mini 8 gesucht. Das ist ein GSM-Mikrofon. Es hat einen Platz für eine SIM-Karte, eine Batterie. Es kostet etwa $10. Und das ist GSM. Das heißt, ihr könnt von überall in der Welt anrufen und dann hören, was das Mikrofon aufzeichnet, dort, wo das Mikrofon untergebracht wird. Und man kann es konfigurieren, dass es automatisch ein Gespräch erkennt. Das heißt, wenn Lärm da ist, dann wird es dich zurückrufen und ihr könnt sozusagen, ihr könnt ablegen und dann könnt ihr hören, was da passiert. Ist sehr clever, klein, aber sehr unterschiedliche Technologie. Es ist kein FM und die Erkennung ist natürlich dann unterschiedlich. Ihr könnt es überall auf der Welt hinlegen und es hat sehr gute Reichweite. Und ihr könnt einfach warten, bis jemand sozusagen hier Geräusche macht. Das ist also eine ganz andere Art, eine Abhöroperation zu machen. Hier im Vergleich, das ist die Zusammenfassung der unterschiedlichen Modelle. Die drei FM-Modelle mit der gleichen Frequenz, das Babyfon, eine andere Frequenz, aber ungefähr dieselbe Technologie. Es hat eine höhere Reichweite, mit der es beworben wird. Und ihr seht den Unterschied in den Preisen. Und die sind alle frei verfügbar. Die können einfach gekauft werden. Das nächste waren dann Abhörexperimente. Wir wollen die mal hören. Wir möchten sehen, wie funktionieren die wirklich. Das heißt, wir haben Experimente gemacht.
in a normal neighborhood. Wir haben das in einer ganz normalen Nachbarschaft gemacht. Und wir konnten von 7 Blocks entfernt sehr gut zuhören. Und wie ihr das in Filmen seht, dass davor ein Auto vor euren Räumen steht, das braucht man überhaupt nicht. Man hört das von 700 Metern weg. Es ist perfekt, es ist alles in Ordnung. Das war sehr interessant für uns, das mit dem Experiment rauszufinden. Ihr müsst nie unter 100 Meter ran. Es sei denn, ihr seid da in irgendeiner Box, die beschränkt, wie weit sich die elektromagnetischen Wellen ausbreiten können. Aber vielleicht gibt es Qualitätsunterschiede in der Stadt oder so, aber in unserem Experiment war alles okay. Wir haben das also mal dokumentiert. Das heißt, alle unsere Tabellen sind in unserem Paper. Das ist eins der Experimente, wo wir die Wanze stationär war und der Empfänger war 300 Meter weg. Und wir sind immer näher ran und wir haben uns die Audioqualität angehört. In den meisten Fällen war die Qualität sehr gut. Die beste Qualität war so 50 Meter entfernt vom Empfänger und wenn eine Person in 5 Meter Entfernung von der Wanze gesprochen hat. Das war sehr interessant für uns herauszufinden. Als Feldexperiment. Wir haben etwas vergessen. Wenn ihr auf diesen Bitly-Link klickt, Bitly SPY34C3, dann habt ihr die Slides live, wie wir sie steuern. Dann könnt ihr mitzuschauen. Tut uns leid, haben wir vergessen. Auf der Basis dieser ersten Experimente haben wir versucht, mehr zu verstehen. Okay, wie sieht das mit Geolokation aus? Das ist sehr interessant. Der Angreifer muss relativ nah sein. Das ist gut für euch und schlecht für euch, aus unterschiedlichen Gründen. Ist gut für euch, weil sozusagen die Angreifer müssen in der Nähe sein, die nicht jeder kann zuhören. Er muss in der Nähe sein. Das filtert sozusagen die Angreifer. Ja. Er muss in der gleichen Stadt oder eher Nachbarschaft sein. Das ist gut für you. Das ist gut für dich. Es ist schlecht für sie, denn sie müssen nah dran sein, denn es kann sein, dass sie entdeckt werden. Aber es ist auch schlecht für dich, weil sie sind in der Nähe, sie sind physikalisch in deiner Nähe. Es ist ein bisschen eine andere Bedrohung. Das ist nicht gut. Und in anderen Bedrohungen kann jemand helfen, wenn ihr mit Malware infiziert seid. Da kann sie analysieren und euch sagen, wir sind entfernt. Und hier kann euch niemand helfen. Ja. Denn die müssten ja auch in der Nähe sein. Das ist also, insgesamt ist es nicht gut für euch. Wir haben eine getestet, wie lange die Batterien hält. Jedes Gerät hat eine andere Werbung oder werben anders, wie lange die Batterie hält. Der MicroSpy soll 170 Stunden etwa halten. Und wir haben das getestet haben, hat das in den meisten Fällen hat die Batterie nicht so lange gehalten, wie sie beworben werden. Bei dem IR1 war das sehr präzise mit 100 Stunden und bei der GSM-Wanze war das 2 Stunden, das war auch präzise. Das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Und auch 100 Stunden sind nicht lange Zeit. Wenn die Batterie ist alle, dann muss der Täter kommen und sie austauschen. Er braucht physischen Zugang zu dem Platz, dann wird das natürlich kompliziert. Und hier kommt es natürlich drauf an, wo kommt das Mikrofon hin, wem wollt ihr zuhören. Was kann ich mit welchem Mikrofon tun? Man kann nicht jedes Mikrofon für jede Operation verwenden. So, Vergleich mit Malware. Das ist unser Tagesgeschäft. Wir untersuchen Malware und den Netzwerkverkehr, den Malware macht. Deswegen haben wir ein paar Notizen gemacht, wie sich das von Malware unterscheidet. Ja. Warum mache ich eine physische Wanze und wann benutze ich eine Malware, eine Backdoor? Wenn man mit jemandem mit einer Malware infiziert, wenn man keinen physischen Zugang hat,
Dann muss man eine Phishing-Kampagne planen, man muss den Leuten einen Link schicken in einer Mail und wenn sie draufklicken, dann ist immer noch die Infektion nicht 100% gesichert. Das kann was, die Infektion muss nicht funktionieren, das ist nicht gewährleistet. Und ihr könnt euch die Zeit nicht aussuchen. Ihr versucht jemanden zu infizieren, aber ihr wisst nicht, wann er infiziert wird. Es kann einen Tag dauern, es kann eine Woche dauern. Ja. Und vielleicht erwischt ihr sogar den Falschen. Und wenn die Malware gefunden wird, also wenn das Opfer die Malware findet und ihr merkt, da stimmt was nicht auf eurem Rechner, dann kann man sie analysieren, dann kann man sie reversen, man kann dann Spuren davon finden und man kann das benutzen, um herauszufinden, von wem das kam, unter besten Umständen. Und man weiß, dass etwas passiert ist, weil die Malware ist ja wirklich da. Bei Mikrofonen ist das schwierig, ja. Aber da gibt es keine Spuren. Man weiß nicht, dass das Mikrofon da ist, wenn man es nicht zufällig findet. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Und man kann unterstützt werden. Wenn jemand eine Malware gefunden hat, kann er sie anderen Leuten zum Analysieren geben. Mit Mikrofon ist das nicht so einfach. Kurze Warnung. Wir untersuchen kommerziell verfügbare, also frei verfügbare Mikrofone. Wir haben keinen Zugang zu denen, die nicht kommerziell verfügbar sind. Wir wissen nicht, wie weit die Technologie bei den nicht frei verfügbaren Mikrofonen ist. Die Vermutung ist, dass der Unterschied ist zwischen direkter Stromversorgung und Batterie. Vielleicht ist eine Batterie okay, wenn man ein kurzes Gespräch hören muss, aber wenn ihr für eine lange Zeit zuhören wollt, dann muss es einen Anschluss an die richtige Stromversorgung geben. Und dann haben wir das Problem mit Speicherung und Weitersenden. Wenn wir uns Mikrofone anschauen, wir wissen nicht, was mit dem Mikrofon passiert ist, was Ai Weiwei gefunden hat, aber es sieht so aus, als hätte mehrere Module, eine Antenne, eine Batterie, das Mikrofon und eine weitere Box, das ist vielleicht ein Speicher, wir wissen es nicht, aber die Idee ist, dass man Sachen speichern kann, auf vielleicht einer SD-Karte. Das ist gut, weil man nicht immer sozusagen senden muss, das heißt, man wird vielleicht nicht direkt gefunden, aber man muss irgendwann herkommen und diese SD-Karte erholen. Das heißt, die Verfügbarkeit, wie komme ich dort an den Ort, wo das Mikrofon ist? Kann ich so einen Speicher verwenden oder nicht? Es gab relativ viele Fälle, wo ein Mikrofon mit einem Kabel verbunden wurde, um zum Sender zu gehen. Das heißt, dann wird in Echtzeit gesendet und dann kommt das Signal nicht von dem Raum, wo das Mikrofon ist, sondern es wird über Kabel stark verlängert. Es gibt also eine einmalige Konversation, die möchte man hören. Und wie viel Zugang hat man dazu? Diese Variablen bestimmen etwa, was kann man mit den einzelnen Mikrofonen machen. Und vielleicht gibt es auch Optionen, die halt nur den nicht kommerziellen zur Verfügung stehen. Und warum man sich denken muss, wenn man über Mikrofone spricht? Das Erste, woran ich gedacht habe, war die Regierung. Aber alle diese Mikrofone sind nicht benutzt, benutzt von Regierungen, aber von Unternehmen oder wenn der Partner den betrügt. Da gibt es viele Anwendungen für diese Geräte in dieser Technologie. Jetzt kommen wir zu dem Teil der Präsentation, wo wir über die Erkennung reden. Wenn man wirklich in einer lebensgefährlichen Situation ist, wir empfehlen, eine professionelle Firma zu beauftragen. Die machen das als Beruf und sind da viel besser. Da gibt es viele Unternehmen, die das wirklich professionell machen. Wenn ihr denkt, dass euch jemand überwacht, dann könnt ihr diese Unternehmen rufen. Aber da gibt es viele Bereiche und die müssen halt das Auto und so weiter abdenken und die sind sehr teuer.
Und da gibt es nichts in der Mitte, was man nutzen kann, was man hacken kann und modifizieren kann, um die tägliche Identifizierung zu machen. Das ist, weil wir Salamandra erzeugt haben. Salamandra ist eine SDR-based. Ihr könnt dahinter gerne das laden. Und die von Salamandra ist, dass die Identifizierung einfacher machen. Ihr könnt das einfach an USB draufspielen und dann wisst ihr schon, was losgeht. Das Problem ist, wenn ihr eins des großen Hardware-Zeug kauft für die Identifizierung kauft, dann das ist auffällig und dann wissen sie, dass du was machst und umso weniger die anderen nauen, umso besser ist es. Und das hier ist ein USB und dann wisst ihr schon, was ihr braucht. Das ist das Ding, was ihr benutzt. Das ist ein sehr, sehr einfaches SDR-Gerät. Ihr könnt das für $10 online kaufen. Und viele Leute haben das für SDR benutzt. Salamandra läuft im Hintergrund. Das benutzt ein sehr bekanntes Tool, das ist RTL Power. Das misst die Energie, die von dem USB-Gerät kommt. Und es misst die Frequenzen, die aus dem Ding kommt. Und Salamandra liest diese Energielevel und arbeitet damit für Detektion. Und das ist die Idee hinter Salamandra. Das nutzt diese Frequenzen, um das nachzudenken. Wenn man dahin ein Mikrofon hinsetzt, dann sieht man diese Linien. Dann sieht man diese kleinen Spitzen, weil man dann nah an dem Mikrofon ist. Umso näher man an der Energiequelle ist, umso mehr Frequenzen sieht man. Und man sieht dann, dass alle Frequenzen, die diese Spitze in der Energie haben, umso weiter man von dem Mikrofon weggeht, umso weiter geht es runter. Und wir messen diese Energie, um zu wissen, wie weit du von dem Mikrofon weg bist. Und dann gibt es eine Grenze, das ist diese blaue Linie. Und dann messen wir, wie viele Spitzen über dieser blauen Linie sind. Das ist ein sehr einfacher Weg, um einen großen Bereich der Frequenz abzudenken. Das hilft uns, um zwischen FM, den Radiostationen zu beachten und zwischen diesem Mikrofon, was nah an dir dran ist, aber weniger stark. Wir haben mehrere Experimente am Laufen und wir haben den Hintergrund untersucht, den wir brauchen. Was ist die beste Grenze für diesen? Diese Tabelle zeigt die ersten paar Grenzen und die zweite Spalte ist die Peaks, die Spitzen, die wir zählen. Und daran definieren wir, wie gut die Detektion ist. Wir haben Experimente mit verschiedenen Mikrofonen, verschiedenen Räumen, verschiedenen Situationen gemacht. Und dann haben wir immer gefragt, ist da ein Mikrofon und haben wir das gefunden? Oder ist da kein Mikrofon im Raum und dann ist das eine falsch positive Entdeckung? Aber wenn wir sagen, da ist kein Mikrofon, aber da ist eins, das ist dann ein falsch Negativ. Dann müssen wir die Metrik finden, womit wir die beste Detektion kennen.
Dann haben wir diese FM-Ratio. Dann gibt es die Falsch-Positiv-Rate. Das ist, wenn es sagt, dass es ein Mikrofon da ist und da kein Mikrofon ist, und die Accuracy, die Genauigkeit sagt dann an, was die. Wir haben ein weiteres Tool gebaut, das ist Ghost, das ist ein Hardware-Detektor. Die kosten sehr, sehr wenig, und das ist ein Tool. Das heißt, ihr drückt auf einen Knopf und ihr seht, es sind da Mikrofone. Das ist die einfachste Art, etwas um euch zu helfen. Und wir haben einfach mal Salamander mit Ghost verglichen. Ihr seht den Unterschied, das ist die Leistung vom Ghost, und das unten ist die Ghost von Salamandra. Der beste Wert ist der letzte. Da haben wir 73% gemessen, das ist gut, und wir haben 11% False Positives. Das heißt, wir sehen ein paar Mikrofone nicht. Also wir wussten, es gibt ein Mikrofon, aber wir haben sie detektiert. Und hier gibt es ein paar Punkte, wo man gedacht hat, da gibt es keine Mikrofone, aber sie sind halt doch da. Also keins dieser Werkzeuge ist perfekt. Und man muss sozusagen ein bisschen mit den Werten arbeiten, um herauszufinden, welches Tool für einen perfekt ist. Es gibt hier Fehler, es gibt Probleme, dass jedes dieser Werkzeuge will ein Mikrofon, wird ein Mikrofon nicht finden. Und es kann auch sein, dass beide Werkzeuge Mikrofone anzeigen, die gar nicht da sind. Aber bei Salamander könnt ihr das einstellen. Ihr könnt an den Parametern rumwerkeln, bis die Verbesserung läuft. Und wir hatten auch bei manchen Mikrofonen gar keine False Positives mehr. Das ist ein Beispiel, wie man Salamandra benutzt. Ich zeige euch mal, wie das ist, wenn das läuft. Eins der tollen Sachen über Salamandra ist, das ist ein Detektor, man muss den Knopf drücken, damit man etwas tun kann. Man kann aber nicht den Knopf die ganze Zeit drücken bei Ghost. Diese Software sorgt dafür, dass ihr sie einfach laufen lassen könnt. Ihr geht zur Arbeit und kommt dann abends zurück, waren da Mikrofone oder waren da keine. Das ist das Standard-Interface von Salamandra. Es läuft, es guckt sich die Frequenzen an. Gleich gibt es keine Erkennung. Ich schließe mal eine Wanze an. Jetzt ist das Mikrofon ist an, die Antenne sendet herum, und hier habe ich den Empfänger angeschlossen. Und hier seht ihr, dass es Erkennung gibt. Ihr seht, es gibt die Zeit der Erkennung, es gibt die Frequenz, 113 MHz, und diese Symbole sagen wir euch, wie viele Peaks sind in der Frequenz, die man erkennt. Es gibt mehr, es gibt weniger. Das heißt, ich bin entweder näher dran oder weiter weg. Jetzt gehe ich weg und dann wird es sofort weniger. Es gibt einen gewissen Zeitverzug, wie ihr seht. Und bis es keine Erkennung mehr, weil ich zu weit weg bin. Also ihr könnt hier nicht einfach nur das Ding irgendwo hinlegen. Ihr müsst an Interferenz denken. Ihr müsst an die Entfernung denken. So einfach ist das alles leider nicht. Das Gute ist über Salamandra ist, ihr könnt damit rumlaufen und ihr könnt gucken, was passiert die ganze Zeit. Es ist live. Ihr könnt irgendwo hingehen. Ist da was auf einer Frequenz, die ich nicht mag? Weil ihr habt ja Geräte daheim. Computer, Radios, Telefone, ganz viele Dinge passieren. Und dann gibt es manchmal einfach andere Frequenzen, die ihr aufzeichnet. Gestern habe ich mal getestet, wenn ich hier im Kongress rumlaufe, und da war ich total überrascht. Es gab ganz viele Erkennungen, aber es gab keine versteckten Mikrofone. Aber dann hatte ich seltsame Erkennung in einer Frequenz von 400 MHz. Das sind wahrscheinlich die Mikrofone, die wir hier auf der Bühne verwenden. Also ich habe mal versucht herauszufinden, was das ist. Deswegen bin ich weitergelaufen, um diese Mikrofone zu finden. Was ist das denn?
bis ich ganz nah an dem Sender war, weil ich gesehen habe, okay, da gibt es einfach mehr Treffer. Damit könnt ihr jede Art von Sender finden, aber wir sind hauptsächlich auf versteckte Mikrofone spezialisiert. Aber der Unterschied ist, also ihr könnt herumlaufen, ihr könnt an unterschiedliche Orte gehen, ihr könnt das über lange Zeit machen, ihr könnt das über Nacht laufen lassen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr den Ghost habt, wo ihr die ganze Zeit auf den Knopf drücken müsst. Ihr müsst nicht da sein, um es zu tun. Ihr könnt erkennen, aber das Allerwichtigste, aber wir kennen kein anderes Werkzeug, das macht. Ihr könnt die Mikrofone finden. Die kleinen Hardware-Detection-Tools, die man kaufen kann, die sagen nur das, was da ist. Und das ist eines der ersten Werkzeuge, die euch helfen, das zu finden. Wir brauchen eine Art Übersetzung von Informationen aus der Frequenz, aus der Distanz. Wir haben hier nur Informationen, wir haben nicht Meter, also, aber ihr wisst, zumindest ist es nah oder ist es weit weg. Ihr könnt RTL Power verwenden, um die Audioprofile in diesen Powerstufen, Stromstufen zu finden, und ihr könnt diese Informationen jemand anderen schicken, damit euch jemand helfen kann, zu sagen, ist das eine Erkennung oder ist das eine Fehlerkennung, das ist also neu. Ihr könnt das überall machen, ihr könnt die Datei anderen Leuten schicken. Ihr könnt eure Umgebung könnt ihr untersuchen, ihr könnt eine Art Profil erstellen und ihr könnt dann sozusagen an unterschiedlichen Zeiten das machen, in unterschiedlichen Situationen, und dann seht ihr Unterschiede. Vergesst nicht, ihr habt Fernseher, Telefone, und so weiter. Und wenn ihr eure Umgebung kennt, dann werdet ihr diese Unterschiede erkennen. Wir machen diese Forschung, dass es für uns Spaß macht und es nicht nur Nummern. Wir wollten ein Experiment entwickeln, dass einer von uns das Opfer ist und einer der Bösewicht ist. Und ich bin der Bösewicht und er ist, benutzt Salamandra, um die zu entdecken. Das Experiment läuft so ab. Der Sucher, in diesem Fall Sebastian, er wird den Raum verlassen und ich will reingehen und ich werde das Mikrofon verstecken oder nicht. Und dann kommt er rein. Und er spricht über ein paar Passwörter oder keine richtigen, also Schlüsselwörter. Und ich versuche, diese abzuhören und beobachte auch die Genauigkeit und Qualität. Und dann messe ich das erste, die Zeit der Detektion, von dem Zeitpunkt, wo ich weiß, wann es ist. Und dann versuchen wir zu finden, wo das tatsächlich versteckt ist. Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Wir wollten wissen, wie schwer es ist, die tatsächlich zu finden. Dann machen wir diesen, das nochmal, und dann erwähnt er noch einige Passwörter. Und dann muss ich die Passwörter geben, die ich gehört habe, oder die alle Passwörter, die ich gehört habe. Und das war eine Methode, wie wir die Experimente vergleichen können. Wir haben mehrere davon gemacht. Das ist, hier sind kleine Tabellen, um die zu vergleichen. In diesem Fall, in allen Fällen haben wir Mikrofone versteckt. Wir haben sie gefunden. Und die Zeit, die zu entdecken, war in allen, fast allen Fällen ziemlich klein oder in einer innerhalb von Minuten kann man sicher sagen, dass ein Mikrofon gefunden ist, aber ihr seht, dass es verschiedene Zeiten ist, bis wir das Mikrofon gefunden haben, also den Ort, wo es findet. Also es dauert viel, viel länger, das Mikrofon zu finden. Wir haben auch die Passwortwiedergabe gemessen, wie viele Passwörter ich abhören konnte. Nur in einem Fall war das 100%.
listen properly were very low compared to the password spoken. Yeah. Häufig waren die Passwörter, die ich abhören konnte, viel kleiner als die, die ausgesagt worden sind. Then we found at the end that actually the microphone was running out of battery. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Mikrofon keine Energie mehr hatte. Und dann war da keine Messung, keine Messung, keinen Ort. Das war sehr frustrierend. Und das, da wurden keine Frequenzen gemessen. Also nach 25 Minuten haben wir das dann gefunden, aber dann konnten wir den Ort nicht mehr finden. Und dann wurden auch keine Passwörter abgehört. Und das war natürlich sehr gut für mich. Da seht ihr auch, wie das gefährlich ist. Wenn das nicht rausschickt, dann kann man es natürlich auch nicht feststellen, ob es da ist. Das ist dann näher dazu, das zu vergleichen. Das sind Fotos von den besten Plätzen, wo ich herausgefunden habe, ein Mikrofon zu verstecken. Das ist ein Beispiel von den Slowakei-Wanze. Es hat sehr lange gedauert, bis er das gefunden hat. Das war das letzte Teil in unserem Bereich. Sebastian hat fast angefangen, die Wände einzureißen. Und es war sehr lustig. Und es war sehr interessant zu sehen, um zu sehen, wo die Leute normalerweise suchen und wo sie annehmen, dass da keins ist. Es kann manchmal sein, dass man zwei Orten sehr gute Detektionen und Deckung hat und dann glaubt man, dass an diesem Platz ist und dann muss man so eine Deckung, die Erkennung läuft einen Meter um dich herum, so es gibt sehr viele Plätze, an denen man das sieht. Ein anderes, was sehr, sehr schwer zu finden war, ist dieses Ort. Könnt ihr das Mikrofon da drin sehen? It's a whiteboard. Yeah. It's a whiteboard and this was very interesting because das war sehr interessant, weil es dieses Ding hatte, was man öffnen kann, und das war sehr lustig, weil es sehr lange gedauert hat, es zu finden. Und es war sehr lustig, Leute danach zu sehen, wie Leute danach gesucht haben, weil es direkt vor der Nase war. Und Whiteboards sind ein sehr schöner Ort, weil da Leute Gespräche davor haben. Zusammenfassung. Ein Mikrofon ist sehr schwer zu verstecken. Und wenn man es irgendwo versteckt, im Badezimmer oder in der Küche, also man muss ein Ziel kennen, man muss physikalischen Zugang haben, man muss wissen, wo die Unterhaltungen stattfinden und was ist, was ihr rausfinden wollt. Ihr müsst auch das Energieproblem lösen und das Verhalten der Leute. Ihr müsst auch noch dran denken, dass ihr da zuhören müsst. Ihr könnt es unter dem Boden tun, aber dann könnt ihr nichts hören. Und ich bin durch das ganze Haus gelaufen und ich war nicht in der Lage, das zu finden. Und die Entdeckung mit Salamandra ist sehr schnell. Und dann haben wir hier einige Beispiele und das können wir euch dann vorspielen. Können wir auf dem Computer Audio haben? Vielen Dank. Und da haben wir Radiomusik im Hintergrund. So you can see how it was kind of, you can hear the voice, you can see that someone is talking. Ihr könnt die Stimme hören und ihr könnt sehen, dass jemand redet. Aber ihr könnt die Musik auch hören. Aber 50 Jahre making people not able to listen to you, but with current 50 Jahre zurück war es möglich, Radio anzumachen, damit Leute nichts hören, aber mit der aktuellen Technologie funktioniert das nicht mehr.
Aber wir haben das mit dem Computer diese Musik rausgefiltert. Und ihr könnt hören, dass es viel sauberer ist. Keine Musik? Okay, so yeah, so basically the point is that you can kind of really quickly this was half hour. So der Punkt ist, dass ihr das sehr einfach entdecken könnt. It's really easy to completely remove the music, right? So also es ist sehr einfach diese Musik rauszufiltern. Sagt nicht, dass ihr nicht Musik da reinpacken sollt, aber es hilft euch nichts. Stellt euch vor, ihr habt Mittel auf einer größeren Ebene, dann ist es sehr einfach, dies zu machen. So, seid kreativer, sowas zu machen. So, jetzt zusammen, nochmal zusammenfassend. Wir haben drei Hauptbeiträge. Wir haben eine systematische Forschung, die Benutzung von diesen Wanzen zu machen. Wir haben noch nichts anderes dazu gefunden. Wir hoffen, dass nach diesem Vortrag vielleicht könnt ihr von eurer Großmutter das Mikrofon nutzen. Und ihr könnt dieses Entdeckungstool auf GitHub finden. Wir würden das gerne mit anderen Technologien vergleichen und damit könnt ihr lernen, das mit anderen Dingen zu vergleichen. Lernen und das mit anderen zu vergleichen. I want to say that we are going to give now to the people here. We have one SDR, USB SDR, that is for you. Wir haben einen USB SDR, den wir hier haben. Den würden wir irgendjemandem mitgeben. Und wir haben uns dann vorbereitet. Das ist für euch. Könnt ihr uns vielleicht das Mikrofon, das es geben? Da sind Spionage-Mikrofone. Aber wir brauchen die noch. Aber es ist eine echte Gefahr, diese Audio-Hörung. Es gibt Schadsoftware, aber das passiert immer noch. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie kommerziell Mikrofone verfügbar sind. Da wisst ihr, was getan werden und was nicht getan werden kann. Und seid sicher, dass ihr sicherstellt, dass ihr euch schützt und nutzt Salamandra und helft anderen. I say, oh, I can do with some sweeping of my hotel room, for example, right? This is something that can help you a lot. Und dass man seinen Hotelraum und so ab durchsuchen kann und vielen Leuten helfen. You want to do it now or after? So, thank you. I don't know. You can try. I don't know. Do we have questions? Yes. Questions now. Questions in the room? Please use the microphones. We have microphones over there. Okay, so, maybe before the questions, we are going to give the USB SDR. So we are going to throw it, okay? This is the best way we found to throw it. We came up with several ideas. Wir haben mehrere Ideen, wie wir das werfen konnten, aber wir hatten... We will throw the small thing. You can pick up the antenna later. Okay, yeah. Wir werden das kleine Ding werfen und ihr könnt hier die Antenne später holen. Und der das USB fängt, der kann auch die Antenne bekommen. Seid vorsichtig. I think he got that. Ich denke, er hat das bekommen. Yeah. If you don't want it, don't sell it, please. Just do it. Wenn du das möchtest, nicht verkaufst nicht, sondern gib es zu jemand anders und hol dir das Kabel ab. Haben wir Fragen? We would start with the Q&A, starting with microphone number one, please. In the Snowden leaks, in den Snowden veröffentlichen, gibt es einen Katalog, wo das NSA-Department gesagt hat, was sie bauen kann. Und wie viel es kostet. Habt ihr euch das auch angeschaut? Um zu gucken, wie das aussieht im nicht kommerziellen Bereich bei der NSA
Oder habt ihr euch das nicht angeschaut? Wir haben uns das angeguckt. Wir haben uns das nicht angeguckt. Wir haben da keine Idee, ob da irgendwas über Mikrofone drin war. Thank you. Microphone number two, I think. Mikrofon Nummer zwei. Thank you. One question. Eine Frage. Ihr habt über FM-Mikrofone gesprochen. Ihr habt gesagt, dass das eine Technologie ist, die leicht verfügbar ist, die man verkaufen kann. Wie sieht denn die professionelle Technologie aus, die nicht frei verfügbar ist für Regierungen, Sicherheitsapparate, Geheimdienste? Nein, heutzutage ist das digitale Hardware, so wie das GSM-Modul hier, das ist viel sicherer. Da gibt es einige Begrenzungen zu der Technologie. Also wir können das auch entdecken, aber da gibt es nicht so viel Rauschen. Und wir hatten keinen Zugriff zu diesem Zeug. Und wir haben das nur an realen Fällen, die wir gefunden haben, machen können. Und wenn man sich den chinesischen Fall anguckt, dann war das nicht zu technologisch. Technologie. Danke für euren Talk. Was ich über euer neuen Tool mag, ist, dass man es 24/7 laufen lassen kann. Wie erkenne ich denn fortschrittlichere Sachen, die speichern und die das dann kompromittiert verschicken, wenn das Opfer schläft? Das kann man mit eurem Tool auch fahren. Das ist eine großartige Idee. Vielen Dank. Microphone number 4, please. Jetzt, wo SDR verfügbar ist, günstig, kann man doch das RF-Spektrum monitoren. Großartiges Projekt. Habt ihr daran gedacht, das zu erweitern in den Bereich, in andere Spektra? Zum Beispiel Licht. Dann wäre es einfacher, PWM-Signale zu finden. Wir haben da nicht drüber nachgedacht. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob die gleiche Technologie mit den Rauschen um dich herum hier funktioniert, und ich glaube nicht. Aber wir haben da müssen wir eine neue Idee rausfinden, wie das wirkt. Und mit Lasern, da muss man in dem Weg des Lasers sein. Da gibt es keine Verteilung des Signals, und das ist dadurch komplizierter. Da gibt es viele Situationen, wo wir uns was wir machen können, was in diesen Situationen zu schützen. Und du kannst natürlich das auch versuchen. It is. So, as an inspiration of how to take this one step further. Inspiration, wie man das weiterentwickeln kann, wenn ihr die Antenne an das Mobiltelefon anschließt, könntet ihr Technologie verwenden, die vor kurzem entwickelt wurde, zum Beispiel von Apple oder Google. Die nennt sich ARKit, um Dinge zu tracken. Das würde euch helfen zu tracken, wo ihr im Raum seid, um dann das mit der Signalstärke zu korrelieren. Und dann könnte man so eine Art Heatmap machen und triangulieren, wo der Sender wahrscheinlich ist. Damit könnt ihr die möglichen Punkte finden, wo die Mikrofone sind. Das wäre großartig. Wir haben daran gedacht, wir brauchen so eine Heatmap daran. Wir finden das großartig, aber wir haben versucht, die besten Orte zu messen und das zu aufzuzeichnen und das auf diese Geräte zu bringen. Es wäre großartig, aber ich weiß nicht, ob das mit Bluetooth-Geräten möglich ist oder mit Infrarotkameras. Ich weiß noch nicht, ob das so günstig ist, aber ich stimme zu, dass es wirklich funktioniert. I do not see the signal angel, but do we have? We do. Okay. So please, one question from the chat. The internet wanted to know. Das Internet will wissen, ob. If you have done researcher about bugs that use other
communication technologies is such Wanzen untersucht habe, die andere Wanzen zu untersuchen, die andere Sendetechnologien verwenden. Wir haben das nicht so weit geguckt. Wir haben uns auf FM-Bugs spezialisiert. Und wenn man das Spektrum erweitert, was wir vielleicht in 1,5 Jahren machen können, und dadurch haben wir das nicht gemacht. Wir benutzen GSM, aber das ist nicht so verbreitet wie Wi-Fi. Wi-Fi ist deutlich schwieriger, weil es viel mehr um mich herum ist, weil es auch Frequenzspringen gibt. Wir haben eine GSM geschafft, GSM zu messen, aber Wi-Fi nicht. Und wir haben ein 14 Seiten langes Paper mit den Experimenten, und ihr könnt uns eure Ideen schicken oder euch selber ausprobieren. Microphone number 8 has a question. Yes, hello. Yes. Hallo. Ja. Danke für euren Talk. Gibt es einen Grund, warum ihr euch gemacht habt, das zu finden? War die Idee nicht einfach mal aufzuzeichnen, was dort gesprochen wird, um nach FM-Signalen zu gucken im Spektrum, die sich nach Sprache anhören? Wie so ein Gitarrentuner auf dem Android-Phone. Das war die zweite, um Salamandra zu nutzen. Dass wir ein Muster an Tönen erzeugen, und wir suchen dieses Muster, um die Frequenzen zu finden. Dann haben wir herausgefunden, dass das nicht so gut funktioniert, dass wir das nicht gebrauchen. Das ist eine wirklich gute Idee, aber ich wollte es einbauen. Und ich hoffe, dass jemand es einbaut. Es wird so toll, dieses Muster zu haben. Und damit könnte man viele Falsch-Positive rausfiltern. Okay, ladies and gentlemen, a really warm round of applause for Veronica and Sebastian from MATLAB. Eine Runde von Applaus für Veronica.